Herzlich willkommen in Stöckicht oder besser gesagt in der Heimat von einem der stärksten Männer der Welt. Michael Schäfer hat es gepackt oder sagen wir gedrückt. Im österreichischen Telfs holte er sich am 9. Oktober den Weltmeistertitel im Bankdrücken in seiner Gewichtsklasse. Ich stand natürlich auch ein bisschen unter Erfolgsdruck, weil alle Stöckichter, alle meine Sportskameraden, viele Freunde und auch Arbeitskollegen haben mir die Daumen gedrückt und haben mir gute Wünsche mit auf den Weg gegeben. Meine Physiotherapie hat sich bemüht. Ich musste einfach eine gute Leistung bringen und bin halt stolz, dass ich das geschafft habe. Für seinen bisher größten sportlichen Erfolg hat Michael Schäfer hart trainiert. Nach der Arbeit, wo er als Förderschullehrer seine Schüler die Schulbank drücken lässt, stemmte er hier im Trainingsraum des Vereins unzählige Stunden die Gewichte. Alles lief super, bis zum letzten Oberliga-Wettkampf, 12 Tage vor der Weltmeisterschaft. Beim letzten Versuch, beim Ausstoßen, hat es einen Schmerz in der Schulter gegeben, wahrscheinlich eine Zerrung. Und ja, dann ist erstmal für einen Augenblick die Welt zusammengebrochen, weil ich ja befürchtet hatte, dass ich an dieser Weltmeisterschaft dann gar nicht teilnehmen kann. Ich habe dann am Montag versucht zu trainieren. Da habe ich die Stange nicht mal hochgekriegt. Die Physiotherapie Fischer hat mich dann wieder fit gemacht und ich war zumindest überzeugt, dass ich meinen Einstiegsversuch schaffen werde. Die Voraussetzungen waren also alles andere als optimal. Hinzu kam, dass in Österreich sein größter Kontrahent wartete, der Franzose und vielfache Weltmeister Didier Michelin. Aber irgendwie sollte an diesem Tag alles anders kommen. Das Allerwichtigste war, dass meine Schulter gehalten hat. Ich habe 3 gültige Versuche geschafft. 3-mal haben die Kampfrichter 3 weiße Fahnen gezeigt. Das war erstmal die Grundvoraussetzung für diesen Erfolg. Und dann gehörte etwas Glück dazu. Mein Gegner hat sich ein bisschen überschätzt, ist zu hoch in den Wettkampf eingestiegen und hat seine Anfangslast 3-mal nicht geschafft, sodass ich am Ende als Weltmeister feststand. Die 135 Kilogramm, die Michael Schäfer im 3. Durchgang drückte, reichten somit aus. Nach Bronze und Silber in den vergangenen Jahren kam nun endlich die lang ersehnte Goldmedaille hinzu. Sie bekommt einen Ehrenplatz, ist sich Michael Schäfer sicher. Schließlich ist es der erste Weltmeistertitel im Bankdrücken für die Kraftsportfreunde Stöckicht. Und vielleicht kann der Erfolg ja auch ein bisschen mithelfen, noch einige Sponsoren anzulocken. Denn die seien bei einer Randsportart wie dem Kraftsport sehr rar, meint der Weltmeister und widmet sich wieder seinem Sportgerät. Denn von nichts kommt nichts.